Das sollte theoretisch dann eigentlich gehen. Gehen wir jetzt in Dr. Marcells Büro, gucken uns sein Diplom an. Und dann sollten wir ja eigentlich Dr. Marcells Unterschrift fälschen können. Guck mal. Ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Ja! Und jetzt? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Okay. Können wir... Sieh an, da ist Dr. Marcels Ja. Unterschrift auf dem Diplom. Ja. Aber wie bekomme ich sie vom Diplom auf diesen Zettel? Na, dann... Was ist denn das? Ah! Ich glaube, diese Unterschrift kann ich Ah, lernen. okay. Etwas später. Lol. Oh, Das lol. sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Alter, voll der Flavor Saver. Chill mal dein Leben, Edna. Dr. Marcells Unterschrift, ja, Sehr geht. gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Ja! Haben wir das jetzt gemacht? Unterschriebenes Formular. Ja, geil. Da können wir jetzt damit zur Therapie gehen. Was uns das jetzt allerdings bringt, das... Wir können Pokis Story weiter anhören. Das könnte vielleicht ein Vorteil sein. Aber mehr sehe ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich drinne. Aber egal, wir machen es einfach, weil wir es können. Ist ja nicht so, als würden wir irgendwie unter Zeitstress stehen. Ich meine, ich muss das Let's Play noch auf mindestens 100 Folgen bringen, deswegen. Wie sollte man so etwas machen, wenn nicht so? Warte mal, kann ich jetzt. Lass mich ganz kurz zurück. Kann ich denn jetzt auch Dr. Marcells Unterschrift mit so einem Stuhl? Ich muss noch mal zurück. Wir müssen das Let's Play ja gut in die Länge ziehen können, nicht? Sonst macht's ja keinen großen... Nein, 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 hier hoch, hier hoch. Sonst macht's ja keinen großen Spaß, nicht? Wir müssen ja auf mindestens 100 Folgen kommen. Auch wenn ich hoffe, dass das jetzt nichts bringt, wir gehen mal ganz zurück. Noch weiter zurück. Ja. Einfach nur, um Ednas sexy Booty zu sehen. Warte, hat es eigentlich überhaupt was gebracht, den Kuli mit sowas zu verwenden? Das kann eine sehr, sehr, sehr lange Folge werden. Wieso habe ich den Kuli vorher nicht schon damit verwendet? Jetzt bräuchte ich eigentlich auch noch ein Thema, über das ich reden könnte, sonst wäre das so langweilig, wenn ich hier fünf, ja, wahrscheinlich 10 Minuten in der Zelle hocke und dann nichts zum Sagen habe. Aber ehrlich gesagt, na ja gut, man kann über Weihnachten reden. Ich meine, ist ja gerade die Zeit und das ist ein Thema, über das man jedes Jahr reden könnte, wie einem das Geld aus den Scheißtaschen gezogen wird, weil man Geschenke für jeden besorgen muss. Und man dann noch Freunde hat, die in Versandhäusern, in Online-Versandhäusern arbeiten und sich dann darüber aufregen, scheiße Weihnachten, ich habe viel zu viel zu tun, jeden Tag Überstunden, das geht nicht, das ist voll Kacke und so. Aber ist auch ihre eigene Schuld, wieso arbeiten die auch dort? Und sonst andersrum gesehen, wenn es Weihnachten nicht gäbe, dann würden die wahrscheinlich nur unter der Brücke sitzen. Nein, das sind meine Polster. Das ist die richtige Einstellung, Edna, das gefällt mir. Habe ich weniger zum Tun hier. Aber das geht. Geht es auch mit normalen Stift? Großer Dreckspotz. Okay. Edna was here.
Yeah! Das hättest du aber auch ruhig drauf schreiben Dr. können. Dr. Marcel was here. Och nein, bitte nicht. Ah! Voll der süße Smiley. Ja, obwohl, die Tür, die brauchst du nun wirklich nicht. Aber yo, dann entwickeln wir Edna so in so einen richtigen Flavor selber. Draußen gab es, denke ich mal, nichts mehr, was wir beschmieren können. Und wenn, ist es mir jetzt auch relativ hupe. Nette Unterschrift. Reserviert für Eddie Konfetti. Los! Okay. Das ist auch nicht schlecht. Und nochmal Dr. Marcel, der hier ein recht interessant aussehendes Zimmer hat. Ein wahrhaftig interessant aussehendes Zimmer. Mir gefällt's. Ihnen wird's wahrscheinlich auch gefallen, wenn er wiederkommt. Ein Wunder, dass der Stift so viel Tinte in sich hat. Auch wenn das Ednas Tür ist, man kann es ja trotzdem nochmal probieren. Und wenn nicht, den Stuhl dann daneben. Jetzt auf einmal funktioniert's. Von innen hat's nicht funktioniert, aber von hier außen geht's. Ah, oh, ich mag das. Und oh lol. Warte, das will... Ah. Der geht also von innen hier runter... Bis hin zur Küche rein. Holy shit, hat sich Edna da Mühe gegeben. Respekt. Ha! Den Stuhl hier können wir doch bestimmt auch noch. Oder auch nicht. Gut, dann. Mi! Cool. Ah, ne, ich shoot me. Ah. So, da drin wird es auch nichts mehr geben, möchte ich hoffen, denn ich meine, klar, wir müssen die Folge auch ein bisschen voll bekommen, aber ganz so verschwenderisch müssen wir jetzt damit auch nicht umgehen. Also braucht man nicht alles voll zu kritzeln, nur das Wichtigste. Darunter gehen wir erst ganz zum Schluss, aber was wir noch machen können, ist das hier. War klar, dass was bringt. Ja gut, vorher hat mir das Smiley aber besser gefallen. So sieht es so recht wütend aus. Das ist nicht schön. Edna is welcome, Dr. Marcel. Könnt ihr mal sehen, wie freundlich Dr. Marcel zu uns ist. Ist und bleibt zwar immer noch ein Arsch, aber trotzdem ist er ein freundlicher Arsch. Geht das? Nee, Das Dr. Marcel muss doch von uns kommen. Achso, wir müssen dafür erstmal hier runter. Ah, hier ist noch eine Pinnwand. Da ist noch eine Pinnwand. Genau das wollte ich. So, und jetzt. Mit Graffiti. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Aber ist doch schöner, wenn Dr. Marcells Unterschrift drauf ist. Das würde auch nichts an der Botschaft ändern. Das stimmt wohl. Postkarte, na ja, gut, machen wir beides. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Nicht einmal Dr. Marcel? Erst recht nicht, Dr. Marcel. Erst recht, verstehst du, wegen, weil er kein Recht mal hat und so. Mal gucken, wessen Genesung der Doktor heute bescheinigt. Ach, ich unterzeichne sie einfach alle. Yay! Leider ist meine eigene Akte nicht dabei. Oh. Müssen wir erstmal die eigene Akte finden. Aber ich würde sagen, genügend rumgespielt, obwohl noch nicht... Nee, generell die Wörter genügend und rumgespielt kann man nicht zusammen in einen Satz verwenden. Das ist genauso wie genügend Chaos angerichtet. Das geht einfach nicht.
Aber wir begeben uns so langsam mal auf den Weg zur Therapie, würde ich sagen. Hier wird es einen Speiseplan, können wir noch unterschreiben. Achso, dann müssen wir drauf gehen. Heute ist Wünsch dir was Tag und hier werden aber noch ist der... Okay, dann wohl scheinbar auch nicht. Und hier gibt's doch bestimmt auch noch genügend. Dr. Marcel hat den Aushang unterschrieben, also ist er Gesetz hier drinne. Würde ich sagen. Hier können... Oh Leute, die Augenbraue sah gerade aus wie so ein umgedrehtes Lächeln. Das hätte mich schon fast gerade verwirrt. Das ist ein Porträt, keine Autogrammkarte. Es soll auch kein Autogramm von den alten Sigi sein. Okay, das war nicht schlecht. Und das Tierschild noch? Das wird doch okay, ne? Lass das doch in Ruhe. Okay. Das ist nur ein langweiliges Türschild, mehr nicht. Okay, Spielverderber. Dann auf in die Therapie. Jetzt können wir sie endlich machen. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Aber ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? Ja! So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ja, das ist eher meine Vorangehensweise. Poki, stellen Sie sich nochmal vor. Ja, na gut. Also ich bin Poki und ich war so wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure spielen in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn es ein Huhn gewesen wäre? Grün. Ocker. Okay. So. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss, hallo Gruppe. Ich bin der Mann im Bienenkönig. Nee, ich bin Adrian König. Nee, Trockenbecher. Ich bin Peter, ich bin Hodi, ich bin Edna. Flatula Buselgarn. Okay. Oh, das ist jetzt schwierig. Troggelbecher. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer als Erster, als Zweiter, als Dritter, als Vorletzter, als Letzter. Ich wurde immer im Keller. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Den Kühlschrank. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Eierschale ist gut, aber ich denke, für ein Dorsch passt am besten Mokka-Oktarin getupft. Definitiv. Mokka-Oktarin getupft. So. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Das stimmt. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Nein! Ach, der braucht die schon. Probieren wir es nochmal. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht?
Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja. Genau. Warum bin ich hier? Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Jetzt ist die Frage, wenn ich andere an... Ja gut, nehme ich immer die Zweitbesten. Ich bin Flatula Buselgarn. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Sportunterricht ist da lang... Ja gut, dann Keller eingesperrt. Das ist zwar die Wahrheit, aber ist besser als Sportunterricht. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Eierschale. Eierschale? Eierschale. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit... Wieso das denn? Sie wurde wirklich im Keller eingesperrt. Das war kein Märchen. Das ist jetzt aber schon voll schwierig. 30.000. Ja. Darum bin ich. Ja gut, dann werden wir wahrscheinlich einfach mal Edna Konrad sagen. Das sollte. Ja, ich. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ja, sie wurde ja im Keller eingesperrt. Im Keller kommen wir zu. Was für. Jetzt habe ich nicht gesehen, was für ein Haustier es war. Hier könnte ich mich jetzt echt nicht aus zwischen. Ja, nehme ich schwarz. Schwarz. So, so. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit... Wieso das denn? Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Hä? Sie sollten jetzt lieber gehen. Ha, wer braucht die schon? What? Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Darum darum bin ich hier. Sehr gut. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was wir generell machen können, wir können Poki erstmal hier. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzufliegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus. Und wer ist denn der Typ hier? Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber und Fotos von mir gemacht. Das ist ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Edna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Edna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Er hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit diesem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen, die haben halt an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. Das war auch 6 Jahre her, war nur kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei Dedelic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei New Beginning mitgearbeitet,
aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys neue Augen, anderthalb Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst. Also, full next time Koteletten. Elvis. Top. Okay. Ja gut, was jetzt immer noch das Problem allerdings ist, ist... Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte... Ja, ich wurde im Keller eingesperrt. Wo im Keller? Kommen wir zu... Was für eine Fall... Rettich. Ja, dann rot. 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 Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Die sollten jetzt lieber gehen. Ha, wer braucht die schon? Da fällt mir ein... Oder? Ich kann das mal probieren, weil ich habe gerade wirklich überhaupt keine Ahnung, was wir sonst machen können. Denn wir können natürlich bei den Rettich jetzt alle anderen Farben durchgehen, allerdings wechselt das ja zwischen Rettich und Dorsch die ganze Zeit. Da müssten wir also quasi alles doppelt machen und ich habe jetzt keinen großen Bock, das Game wirklich so lange hinauszuzögern. Wenn mich nicht alles täuscht, konnten wir doch hier bei den Akten... Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Das stimmt wohl. Dann hier ansehen. Eine kompakte Aktenkonsole für Hängeordner. Dann hier benutzen. Dann das ansehen. Das hab ich mir schon fast gedacht. Nehmen wir mal das. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Hab ich mir schon fast gedacht. Okay, erstes schwarz. Adrian. Das soll ein... Ich zitiere. Name, erstes Haustier. Rot. Besonderheiten. Wo zwei. Mehr steht? Schwarz, rot. Das ist der Reihenfolge noch, oder? Drogebecher. Das soll eine... Ich zitiere. Name, erstes Haustier, Grün. Besonderheiten, wurde beim Sport und mehr... Dann brauchen wir gar nicht weiter zu gucken, dann ist es immer der Reihenfolge noch. Dann können wir jetzt... Viermal... Müsste viermal sein. Können wir jetzt viermal die Therapie machen und über alle vier Leute was herausfinden, sofern das möglich ist. Und die... Frau, die die Therapie macht, ungefähr ein genauso gutes Gedächtnis hat wie ich. Oder vielleicht ist er auch blind. Geht aber nicht, denn sie weiß ja die ganze Zeit, dass wir da sind. Und wenn wir reingehen, sagt sie nur, ich schon wieder. Also muss sie mich ja sehen. Jo. Darum bin ich hier. Hoffentlich funktioniert es jetzt auch. Mann im Bienenkostüm. Schön, dass ich als Frau sage, ich bin der Mann. Immer als Erster. Was? Schwarz. 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 So, so. Der Fall ist, Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie... Die sollten jetzt... Wieso funktioniert das jetzt nicht? Darum bin ich hier. Während... Adrian. Ich bin Adrian. Ich... Erzählen Sie doch bitte ein... Der wurde immer als Zweites... Ich wurde beim Sport ausgewählt. Kommen wir zu. Was für eine. Und hat ein Rot. Rot. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wieso? Wenn sie nicht mitarbeiten, kann ich sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Grün sagen. Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Ha, sie wurden zweimal hintereinander. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Aber natürlich. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre?
Das wäre doch eigentlich Droggelbecher mit dem grünen Hund. Aber vielleicht müssen wir dann einfach grün sagen. Grün. Grün. So. Da gehe ich nochmal zurück in die Akte. Wisst ihr, im besten Fall wäre es natürlich, wenn ich mir jetzt alles einfach nur aufschreiben würde. Aber zu irgendwas muss mein gutes Gedächtnis ja auch vom Nutzen sein. Mein gutes Gedächtnis. Dann schauen wir uns das nochmal an. Mann im Bienenkostüm. Das soll ein. Ich zitiere. Name? Erstes Haustier? Schwarzes Pony. Immer als erstes. Adrian. Das soll ein. Ich zitiere. Name? Erstes Haustier? Rote Katze. Immer als zweites. Troggelbecher. Troggelbecher, Troggelbecher, Troggelbecher. Das soll eine. Ich zitiere. Name, erstes Haustier. Grüner Hund, immer als drittes. Und noch die anderen beiden, Peter und Hudi. Das soll. Ich zitiere. Name, erstes Haustier. Blauer Goldfisch, wurde immer als vorletztes. Da gibt's jetzt nichts wirklich Neues. Und Hudi. Das soll eine, ich zitiere, Name, Hoodie, erstes Haustier, gelbe Ratte, Besonderheiten, wurde okay. Als letztes, ja. Das so, muss doch gehen. Ich habe ja alles quasi richtig beantwortet, also wieso funktioniert das denn nicht? Die können ja nicht von einem verlangen, dass er direkt eine Lösung ohne irgendwelche Lösungsvorschläge herausfindet bei so vielen Möglichkeiten. Also irgendwo hier in den Game müssen ja schon Hinweise sein. Ich bin der Mann im Bienenkostüm. Erzählen Sie doch bitte. Ich bin als Erster ausgewählt worden. Kommen wir zu dem. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, Katze? Wenn es eine Katze gewesen wäre? Eine Katze? Das war ein schwarzer Hund. Hund? Das war Goldfisch, blauer Goldfisch, auch wenn der Goldfisch dann nicht mehr wirklich blau wäre, nicht mehr wirklich Gold wäre, sondern eher blau. Goldfisch, gelb war. Das war, glaube ich, ein grünes Pony, oder? Ne, grünes Pferd. Aber schwarz war ein Hund. Ich hätte mir die Tiere besser merken sollen. Ich probier's mal mit Rot. Rot. Der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einen Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie können gehen. Bitte was? Oh, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Das ist gut so. Aber was hat uns das jetzt bitte gebracht? 30.000. Ja. Aber warte, ja bitte, wollen Sie sich noch... Dann sehen Warum wir uns noch mal dahin. Dann lag das am da Tier am Ende. Aber der Mann im Bienenkostüm hatte doch keine Katze. Ich bin Adrian. Ich... erzählen Sie... Immer als zweites. Kommen wir zu... Was für eine Farbe hätte Hund. Ihr Haustier? Das war ein schwarzer Hund. Oder? Nee, das war das schwarze Pferd und ein grüner Hund. Ich probier grün. Grün. Der Fall ist... Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass ihr Unterbewusstsein eine Art... Unterbewusstsein? ...kognitive Fähigkeit entwickelt hat.
Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Interessante Therapie. Oh, habe ich? Keine, nicht wir. Ein Wunder, dass die anderen Leute da drin so lange benötigen. So schnell, wie die Leute heilt. Ja, bitte. Ah, gut, da können wir jetzt vielleicht irgendwelche Informationen über die Leute herbekommen, die uns dann weiterhelfen. Dann halt Trockenbecher. Immer als drittes, Trockenbecher ist die geile Mitte. Jetzt habe ich das Tier nicht gesehen. Aber laut Logik müsste es ja der blaue Goldfisch gewesen sein, oder? Blau? Blau, der Fall ist... Mit ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Herr Trockenbecher ist halt die geilste Persönlichkeit hier in dieser Anstalt. Aber dann ist es wirklich so. Dann müssen wir von der Farbe einfach nur eins weiter nach unten gehen. Dann sind die Farben da scheinbar etwas... versetzt. Darum... was denn? Dann bin ich Peter. Ich weiß zwar gerade nicht, wer Peter war, aber... wir werden ihn schon finden. Was? Ist das dann jetzt gelb? Gelb. Der Fall. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daran, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Bitte, was? Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können sehr gehen. Gute Heilung. Aber gut, jetzt weiß ich auch, wer Peter war. Mich wirst. Und dann noch Hudi. Der Name sagt mir gerade auch. Hudi, war das nicht einer von den siamesischen Trillingen? Ich bin Ho. Erzähl. Ich wurde beim Alslip. Kommen wir zu. Was für. Jetzt hab ich schon wieder das Haus nicht gesehen. Da ist jetzt die Frage: Ist entweder. Es kann ja nicht Mokka Oktari. Nee, es muss schwarz sein. Schwarz. Der Fall ist. Sie leiden sehr darunter, dass sie untrennbar an ihren siamesischen Trillingen gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Das macht sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Habe keine mich. Das heißt ja dann aber... zweimal probieren wir es noch. Wollen Sie... Ja, darum bin ich hier. Wären Sie doch... Dann bin ich jetzt Edna Konrad. Erzähl. Wurde immer im Keller eingesperrt. Was? Und sollte Mokka Oktarin getupft sein. Mokka Oktarin. Der Fall ist. Sie erzählen mir die ganze. Wenn Sie diese. Ha? Gut, dann noch halt einmal mit Eierschalen. Weil ich meine, Edna Konrad und im Keller eingesperrt, das sollte stimmen. Weil sie wurde ja im Keller eingesperrt. Das ist ja eine Anekdote aus ihrer Kindheit. Und dass die Azteken ihren Kühlschrank geplündert haben, wird wohl auch so gewesen sein, aber ich nehme mal den Keller. Der Fall ist, sie erzählen mir die ganze. Okay, dann wird das nichts bringen. Pa, der braucht die schon. Dann reden wir jetzt mal mit den Vieren oder sogar Fünfen, mit denen wir, von denen wir, die wir jetzt quasi geheilt haben, würde ich sagen. Dazu müssen wir allerdings erstmal hier zurück. Oh oh. Hey! Jo. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Entflohener Patient! Oh nee. Was geht? Na was wohl? Jo, ich bin schon wieder hier. Aber. Ja nicht? So, und hier bleibst du bis. Gut, dann geht's jetzt erstmal zum König.